Herzlich willkommen, liebe Freunde, zurück bei The War Z in einem Colorado voller Abschaum und Zombies. Und mir, natürlich. So, und wir haben uns ja letztes Mal hier in diesem kleinen Häuschen ausgelockt. Und hier starten wir auch wieder und versuchen mit unserem hübschen Hut, den ich immer noch totschick finde, ein paar Utensilien zu sammeln. Oh, ich will noch mal gucken, ob ich noch alles hab. Das ist ja auch immer noch die Frage. Ja, ich hab noch alles. Und ich hätte inzwischen auch mal gucken können, wie ich das Fernglas benutze. Das weiß ich bisher immer noch nicht. Na, da ist ein Zombie, da muss ich irgendwie vorbei. Ich wollte ja jetzt das nächste Mal hier in diese kleine Siedlung, also hier in das kleine Eckchen hier vor mir, wollte ich mal reingucken, aber da komme ich, glaube ich, so leicht nicht hin. Deswegen werde ich, glaube ich, einfach mal diesen Weg einschlagen und nach da hinten werde ich dann beim nächsten Mal gehen. Aber jetzt erstmal hier weiter gucken. So, mich haben noch keine Zombies gesehen, aber ich bin ja auch erst kurz drin. So, also, was erhoffe ich zu finden jetzt in nächster Zeit? Natürlich hoffe ich, eine Waffe zu kriegen. Weil es ist wesentlich angenehmer und beruhigender, wenn ich eine schöne geladene Kanone in meiner Hand halten kann. Einfach mit diesem Hammer, da fühle ich mich nur nicht so wirklich sicher. Ich meine, sicherer als mit einer Taschenlampe, aber es geht doch nichts über eine formschöne Kanone. Die gibt mir das Gefühl von Sicherheit und Wärme. Ah, verdammt, genau vor dem Laden steht natürlich auch so ein blödes Mistvieh. Und wieder ein Restaurant. Die Restaurants sehen hier anscheinend alle gleich aus. Da hätte man schon ein bisschen Abwechslung reinbringen können. Aber ich will mich nicht beschweren, die grafische Abwechslung ist hier größer als bei DayZ. Auch wenn ich DayZ nach wie vor hübscher finde. Aber ich denke, The War Z könnte auch so seine Stärken haben. Aber die müssen sich mir noch zeigen. Noch habe ich sie nicht gesehen. Ja, verdammt, da ist ja einer mittendrin. Und da liegt einer auf dem Boden, der ist bestimmt auch nicht tot. Ja, du, kau da mal schön. Die hören sich wirklich alle... Alle hören sich an wie Frauen. Komm schon. Greif mich an, trau dich, du Mistvieh. Fall um. Nur mal ein kleiner, gut gemeinter Rat. Fall einfach um. Quäl dich nicht noch länger. So, sehr schön. Ist auch glatt in den Boden gefallen. Okay, jetzt kann ich wenigstens ein bisschen Gas geben. Muss hier nicht so lange rummachen. Schnappen wir uns mal die ganzen Sachen, die hier liegen. Ah, kann ich nicht alles einstecken, verdammt. Oh, was ist das für ein Hut? Der Hut ist hübsch, den will ich haben. Gib mir diesen Hut. Dann nehme ich mir diesen Hut einfach. Dann kann der Hut weg. Und diesen Hut nehme ich mir. Das ist nämlich der Indiana Jones Hut. Fast. Der gefällt mir besser als so ein Safari-Hut. Was ist das? Kann ich nicht nehmen. Muss ich irgendwas wegschmeißen? Was schmeiße ich denn weg? Ach, weißt du was? Ich schmeiß jetzt einfach dieses verdammte Fernglas weg. Ich weiß doch eh nicht, wie ich es benutze. Kann ich ja immer noch nehmen, wenn ich weiß, was das hier ist. Das ist ein Magazin. Ja, man kann nie wissen, wofür man das mal braucht. Das behalte ich einfach erstmal. Magazin habe ich schon mal. Fehlt mir noch die passende Kanone dafür. Wäre schön, wenn die hier auch drinne wäre. Aber dieses Glück habe ich leider nicht. Muss ich noch weiter mit dem Hammer rumflitzen. If I had a hammer, I got a hammer. And I hammered good. Naja. So. Ab ins Restaurant, wieder ein bisschen leiser. Leicht in der Hocke. So, vielleicht würde ich ja hier auch sowas an der Seite finden, aber ich glaube nicht. Ich probiere es erst gar nicht aus. Ich werde mal ganz klammheimlich hier zum Restaurant schleichen. Und diese Spacken hier, die lassen wir einfach mal links liegen.
die tun uns schon nichts. Wenn wir vorsichtig genug sind. So, die Stadt gefällt mir. Gefällt mir auch grafisch ganz gut. Es ist nicht der Knüller grafisch, aber es ist nett. Und nett ist immerhin besser als doof. So, ich hoffe mal, jetzt ist hier kein böses Monster drin. Aber nee. Scheint nicht so zu sein. Hier haben wir wieder eine Taschenlampe. Brauchen wir nicht. Haben wir schon. Was haben wir hier? Was ist denn das? Es wäre natürlich von Vorteil, wenn da die Bezeichnung stehen würde, aber tut es nicht. Das ist etwas nervig, muss ich gestehen. So, das ist auch ein Magazin. Ach nee, ich nehme das andere. Das sah mir irgendwie sympathischer aus. Jetzt habe ich aber wieder das aufgenommen, oder? Ja. Dann schmeißen wir es mal hier weg. Und schnappen uns das alte wieder. Na, hier, genau hinter der Wand scheint ein dämlich verrottenes Viech zu sein. Was ist das? Das ist wieder Milch, oder? Na, irgendwie was. Was ich nicht brauche. Was ist hier? Ein Schokoriegel. No free backpack slots. Ich hab doch... Das kann er sich doch teilen. Hier mit... Naja, denn halt nicht. Hier ist wieder so eine Leuchtröhre, die brauche ich nicht. Verdammt, gib mir doch eine Kanone. Ich rede viel zu viel, oder? Ich meine, es ist zwar ein Let's Play, aber auch da kann man zu viel reden. Na gut, dann werde ich jetzt mal hier über den Spielplatz flitzen, um zu gucken, ob ich da irgendwas finde, weil hier ist noch ein Haus. Kann ich da vielleicht noch rein? Dann schaue ich da vielleicht noch mal kurz vorbei. Bevor ich mich darüber schlage. Nee, da scheine ich nicht rein zu können. Na gut, dann geht's jetzt hier über den Spielplatz oder besser gesagt am Spielplatz vorbei. Nee, viel los ist hier nicht. Kein Spieler in der Nähe, zumindest nicht in meiner Nähe. Und auch keine Waffe. Und ich hätte doch so gerne eine Waffe. Ist das vielleicht sogar die Ecke, wo ich eigentlich hin wollte? Das wäre ja praktisch. So, man sieht nur die Berge, die weit entfernten Häuser. Und ich mit meinem Abenteuerhut. Freue ich mich über den Hut. Scheiße. Naja. Komm, wir kennen doch die Prozedur. Versuch's erst gar nicht. Wieder schön um den rum. Der klingt wenigstens aber auch mal wie ein Kerl. Und nicht wie eine Tusse. Aber treffen tut er mich trotzdem nicht. Gott, da kannst du aber ganz schön in den reinhauen. Der braucht so seine Zeit, bis er denn letztendlich mal umfällt. Aber mit einem Zombie kann man es gut aufnehmen. Mit zwei Zombies wäre das schon ein bisschen problematisch und mir wird langsam ein bisschen schlecht. Alter, wie viel hält denn der aus? Fall um! Ey, der fällt nicht um. Ist mein Hammer kaputt oder was? Na endlich! Ha, ich kann nicht so gut mit meinem Hammer umgehen, wie es scheint. So, schauen wir nochmal aus der Ego-Perspektive. Und wieder raus aus der Ego. Ich mag irgendwie Third Person gerne. Das war nicht immer so. So, hier kann ich jetzt wahrscheinlich nirgendwo rein. Das wäre ja ein toller Trick. Aber hier haben wir wieder Fernglas, wo ich wieder nicht weiß, wie ich es benutze. Bringt es mir nichts. Super, und hier kann ich nicht raus. Na, ist ja riesig. Ah ja, gut. Dann muss ich wohl oder übel wieder den harten Weg hier durchnehmen. Wenn es denn überhaupt hier durchgeht. Bin ich von hier nicht mal gekommen ursprünglich? Nee. Na gut. So kann ich... Doch, 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 doch. Von hier bin ich gekommen, Freunde. Von hier bin ich gekommen. Aber jetzt gehe ich einfach mal dahin, wo ich eigentlich ursprünglich hin wollte. Nämlich hierhin. Weil hier wohnen bestimmt noch nette Leute. So, bisher nichts gesehen. Liegt hier was vielleicht
Auf der Veranda? Nein, natürlich nicht. Oh, langsam, ich höre wieder was. Kann man hier Alarm? Nee. Gott, die kreuchen hier überall rum, verdammt. Und die kommen auch noch in meine Richtung. Das passt mir gar nicht. Na, ich versuche mal, ob ich vielleicht von hier aus auch ins Haus komme. Das kann doch nicht sein, dass nirgendwo eine Kanone liegt. Okay, bei DayZ habe ich auch nicht so oft eine Kanone gefunden. Aber ich habe sie mal gefunden. Komm, da hinten ist bestimmt irgendwas. Da schauen wir jetzt vorbei. Und wenn wir da nichts finden, dann finden wir da nichts. So, ich versuche mal einen großen Bogen, um diese verkackten Zombies zu machen. Und werde hier über einen Parkplatz hechten. Oh, hier ist aber voll mit Zombies. Oder Infizierte? Ich denke mal, es sind normale Zombies. Oh Gott, das ist ja wirklich rappelvoll hier. Ja, wir schaffen das. Ich bin sicher, dass wir das schaffen. Wie sieht denn das hier auf der Map aus? Ich bin mittendrin. Na, da kann man wahrscheinlich noch nicht mal... Doch, da kann man wohl reingehen, hm? Das ist fein. Ist das irgendein Country Club oder was? Ich weiß es nicht. Ist aber auch egal. Hauptsache, wir finden da was Gescheites drin. So. Niemand hat mich gesehen. Ich hoffe mal, da drin sieht man mich jetzt auch nicht. Ich hoffe, das ist da drin leer. Ist wohl wieder ein Einkaufszentrum. Ach, verdammt. Hier sind die auch. Die Regale sind wahrscheinlich leer, wie ich mein Glück kenne. Naja, dafür muss ich wohl ein bisschen mehr rein, um zu sehen, ob ich was kriegen kann. Ja, da sind schon mal Pillen. Pillen sind aber relativ unwichtig. Die brauche ich, weiß Gott, nicht. Gib mir eine Kanone. Mit einer Kanone kann ich was anfangen. Nee, keine Kanonen, verdammt. So, das ist wieder eine Getränkedose. Brauche ich nicht. Wasser brauche ich an sich auch nicht. Ich gehe mal lieber ein bisschen langsam. Hier ist wieder eine Leuchtröhre, die brauche ich auch nicht. So, ganz leise und vorsichtig. Was ist das? Taschenlampe, oder? Nee, das ist keine Taschenlampe. Ich würde ja jetzt gucken, aber das ist hier alles ein bisschen problematisch mit dem Inventar. So, guck ich mal, was das jetzt ist. Doch, eine Taschenlampe. Sag ich doch. So, dann gib mir wieder das Magazin. Man kann ja nie wissen, ne? Lieber auf Halde haben als... Oh, shit. Als denn mit leeren Händen dastehen. Da steht natürlich genau so ein Vieh vor. Verdammt nochmal. Na, jetzt ist es weg. Ist ja riesig. Hätte ich auch noch warten können. So, was ist das hier? Ist das eine Spritze oder was? Dafür lasse ich sogar mal glatt das Magazin fallen. So, was ist denn das? Keine Ahnung, was das ist. Behalte ich einfach mal. Schauen wir mal. Kann ich das auswählen? Nee. Sehen wir denn, was das ist. Wenn ich mal vielleicht irgendwie geschädigt bin, dann probiere ich das mal aus. Eine Spritze. Irgendwie sowas. So, das habe ich auch. Mann, hier ist so ein großer Laden. Weißt du, die haben doch in den Staaten... Haben die doch überall Waffen. Wieso jetzt hier nicht? Da, Fernglas. Ich weiß nicht, wie ich das Fernglas benutze. Ich würde es ja benutzen, wenn ich wüsste, wie es geht.
Okay, dann bin ich hier drin fertig. Warte mal, da liegt noch was. Ist alles nicht besonders wichtig. Dann gehen wir mal wieder raus aus dem Laden. Vorsichtig raus. So, kann ich die Stadt jetzt eventuell mal verlassen? Wo komme ich denn lang, wenn ich hier... Ich könnte zu Smallville. Ja, laufen wir mal zu Smallville, oder? Oh, nicht schnell laufen. Vorsichtig. Mal ganz vorsichtig vielleicht bei dem Polizeiauto vorbeischauen. Und den Krankenwagen. Und dem Feuerwehrauto. Hier ist alles vertreten. Hauptsache vorsichtig, ne? Nicht auffallen. Das ist wichtig, ganz wichtig. Nur nicht auffallen. Ich würde jetzt am liebsten eigentlich in dieses Auto steigen. Am besten hier in dieses Feuerwehrauto und davonfahren. Oder durch die gesamte Meute durch. Das wäre ein Spaß. Aber das ist wohl leider nicht machbar. So, hier sind wir doch gut durchgekommen. Ich glaube, da hinten ist ein Spieler. Schauen wir mal. Ja, der legt, glaube ich, auch gerade an. Der hat eine Waffe, würde ich jetzt mal behaupten. Siehst du, da krabbelt er. Ja, der hat eine Waffe. Der will mich abschießen, der Spinner. Tja, ich sterbe, glaube ich, in den nächsten paar Sekunden. Ist ein Spielerkiller, würde ich sagen. Ich lauf mal. Ich bin lieber schnell weg, bevor ich tot bin. So, aber hier geht's, glaube ich, nicht mehr lang, oder? So, ich bin hier so weit von weg. Ich werde mal da hinten hingucken. Oh je. Sieht er mich noch? Also ich sehe ihn im Moment nicht mehr. Okay, dann schnell weg hier. Der ist hier irgendwo. Ich weiß nur nicht wo. Und ich will es auch gar nicht wissen, wenn ich ehrlich bin. Das ist mir viel zu stressig. Diese Stille. Das ist die bedrohliche Stille. So, ich guck mich mal ein bisschen um, ob der hier noch irgendwo liegt. Ich will definitiv mal kein Risiko eingehen. Aber ich denke mal, ich gehe schon ein Risiko ein, weil ich hier langlaufe. So in aller Öffentlichkeit. Na gut, dann schauen wir mal noch dahin, wo der Bus steht. So, bis jetzt habe ich... die Spielerbegegnungen alle ganz gut überlebt. Einer hat mich zwar so ein bisschen in eine Scheißsituation gebracht, weil er sämtliche Zombies sich hinter sich hergezogen hat. Aber selbst das konnte mich nicht kleinkriegen. Da habe ich nur selber Mist gebaut. Da ärgere ich mich auch so ein bisschen im Nachhinein. So, hier ist doch jetzt sicherlich irgendwas Feines für mich drin. Komm. Give it to Papi. Nee, nix drin. Überhaupt nichts drin. Entschuldigung, Freunde. Leider Gottes sind die Server alle abgeschmiert und irgendwie nicht mehr wirklich schnell online gekommen. Deswegen ist das Video hier erstmal zu Ende. Hoffe aber, dass das morgen fromm fröhlich weitergehen kann. Also, habt Geduld.
Ich bitte vielmals um Entschuldigung und wir sehen uns hoffentlich morgen in alter Frische und quietschfidel wieder. Also, bis dann. Ciao.